Hallo, hier ist Jordina von 1000 Hotels und in diesem Video geht es um die 6 besten Familien- oder Kinderhotels Europas. Interessanterweise die richtig besten Kinderhotels Europas liegen alle in die deutschsprachige Region Österreich, Deutschland und Südtirol. Es ist die perfekte Kombination zwischen Spaß für Kinder und Erholung und Wellness für die Erwachsenen. Wir waren soweit in 2 Top-Kinderhotels mit unseren Kindern, die aktuell 4 Jahre alt sind. Und was ich davon gelernt habe, ist, man muss die richtigen Erwartungen setzen. Einer, das ist ein Kinderhotel, das heißt, es gibt viele Kinder. Es ist manchmal schwierig, sich richtig erholen zu fühlen. Und das Zweite ist, in die Idee, man zahlt sehr viel Geld in diese Hotels für diese Non-Stop-Betreuung, aber kann sein, wie in unserem Fall war, dass deine Kinder nicht bei der Kinderbetreuung bleiben wollen. Das erste Hotel, Family Hotel Schreinerhof, der liegt direkt in Bayern, im Bayerischen Wald, direkt in die Natur. Der Schreinerhof ist bekannt für sein Bauernhoferlebnis. Viele Kinder, die da hingehen, wissen sie schon, die werden Kontakt mit Tieren haben. Das Hotel ist sehr schön gemacht von drinnen, mit sehr viel Stil. Große Rutschen und Innenpools. Auch draußen gibt es sehr schöne Spielplätze und Möglichkeiten zum Spielen. Indoor-Spielplätze, Kinderbetreuung rund um die Uhr. Gleichzeitig, wenn die Kinder in die Kinderbetreuung sind, die Eltern können in den Wellness genießen mit sehr schönen Saunas, die ziemlich neu sind. Man kann zusammen in den Bauernhof gehen, die Tiere anzufassen, reiten. Die Zimmer sind okay, modern gemacht, mit gutem Stil, ein bisschen spaßig für Kinder, mit sehr schönem Blick an die Natur. Das Essen, der klassische Buffet, die diese Hotels anbieten, auch mit einem Cocktailbar für später abends und dieser Draußenpool, die den ganzen Jahr gehitzt ist, mit dem spektakulären Blick. Also alles in allem ein solides Hotel, 4 Sterne Superior, die gut bewertet ist. Ein paar Kommentare haben sich ein bisschen über das Essen beschwert, dass das Hotel eventuell ein Tick teurer war für die Qualität von dem Essen. Aber ansonsten eine sehr gute Option, um Spaß mit der Familie zu haben. Das nächste Hotel, Family Hotel Landhaus zu Ohe, liegt auch im Bayerischen Wald, eigentlich nur 4 Minuten weit weg von dem Schreinerhof. Das Hotel ist aber sehr besonders, weil es ist das erste Hotel Ballkinderclub Deutschlands. Das heißt, das Hotel legt sehr viel Wert an die Natur zu sein, draußen zu sein, mit der Natur zu spielen, dass die Kinder lernen, von was die Natur uns schenkt. Das heißt, die haben jeden Tag Outdoor-Programm für Erwachsene und auch für Kinder, auch im Winter. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass das ganze Hotel drinnen sind ein bisschen an die Natur oder die Bäume inspiriert. Auch in dem Buffet, man findet Bäume, in dem Cocktailbar. Das Hotel hat ein Reitstall und eine Reithalle mit 14 Pferden, wo die Kinder mit den Pferden in Kontakt sein dürfen. Die Zimmer sind sehr nett ausgerichtet, besonders für Kinder. Und drinnen gibt es alle Möglichkeiten von Innenpools, Innenrutschen, Wellebad und alles Mögliche, um die Kinder um Spaß zu haben. Auch eine Kindersauna und einen Ruhebereich. Alles in allem noch eine andere sehr gute Möglichkeit für Familienhotel. 4 Sterne Superior, dass Wellnessbereich ein Tick besser sein könnte. Und das gibt eine Gesamtnote wie dem Hotel vorher von 9,1. Und jetzt zum nächsten Hotel, Oberjoch Familux Resort. Dieses Hotel liegt direkt in die Alpen, in der schönen Allgäu und auf einer Höhe von 1200 Meter. Familux ist weltweit die erste und einzige Premium-Hotelgruppe ausschließlich für Familien mit Kindern. Die Zimmer top erstattet, mit dieser Wohlfühl-Ambiente sehr schön gemacht, mit oft extra und separater kleiner Kinderzimmer und mit schöner Blick an die Berge. Die schöne Infinity Pool mit Blick auf die Alpen, die Kinder können ganz gut draußen spielen, mit vielen Outdoor-Spielplätzen. Auch wandern gehen und im Winter sogar das Hotel gibt zur Verfügung Skipässe umsonst für die Skigebiete, die in der Nähe liegen. Das Schöne, man hat viel Kontakt mit den Tieren und der Natur, die da in den Alpen leben. Und gleichzeitig das Hotel bietet rund um die Uhr Betreuung für die Kinder, damit die Eltern mit ein bisschen Glück den Wellness genießen können und sich entspannen können. Das Hotel hat das längste Wasserrutsche in ganz Deutschland. Also ein absoluter Spaß für die Kinder. Man kann sagen, Oberjoch ist ein sehr guter Familienresort.
an die kleinen Details orientiert, mit sehr guten Noten, bei TripAdvisor 5, bei Google 4,7. Familux Resort ist es nicht im Booking, deswegen das Hotel wurde nicht im Booking bewertet. Ich habe das Bewertung von Holiday Check und die war extrem hoch, bei 9,4. Und jetzt zum nächsten Hotel, Feuerstein Natur Family Resort. Das ist ein 5-Sterne-Hotel, sehr neu, nur seit 4 Jahren gebaut. Der liegt in Südtirol, direkt in die Grenze mit Österreich. Der ist super schön gemacht, sehr modern. Die Zimmer top erstattet, die Bäder nichts zu sagen. Was mir sehr gut an dem Hotel gefällt, ist, dass alle Zimmer mit Blick auf die Berge, egal welche Zimmer man hat, draußen man kann richtig diesen Spielplatz genießen in die Natur, weil rund um das Hotel gibt nichts, nur Berge. Das Hotel bietet eine unglaublich Indoor-Möglichkeiten, sogar mit einem Sandbereich. Rund um die Uhr auch Betreuung für Kinder. Es gibt sogar eine Holzwerkstatt, wo die Kinder direkt schneiden können. Es gibt ein sehr schönes Spa in die letzte Etage von dem Hotel mit einem unglaublichen Blick an die Berge. Das Pool, dieser Draußen-Pool, auch sehr schön, macht Spaß, rutschen für die Kleinen. Für die Kinder, aber auch für die Erwachsenen gibt es ein Atelier, wo man malen kann mit die kompletter Freiheit, die keiner Wand dreckig werden kann. Es gibt auch ein großes Raum mit Abenteuer, Innenspielplatz. Von dem Hotel würde ich sagen, besonders gut ist das Essen mit Buffet zum Frühstücken und mittags, aber Abendessen, man bekommt das serviert am Tisch, was sehr gut ist, weil oft diese Hotels haben das nicht. Und wie gesagt, die Umgebung von dem Hotel ist sehr spektakulär. Wir waren selbst in dem Hotel, die sind meine beiden Kinder. Die haben richtig Spaß gehabt, aber die waren ein bisschen zu klein. Ich meine, die könnten nicht alle Stattungen für Kinder richtig benutzen, weil die einfach zu klein waren. Trotzdem eine sehr gute Erfahrung. Und das kann ich nur weiterempfehlen. Mit einer Gesamtbewertung insgesamt von 9,3. Der nächste Hotel, Hotel Post Family Resort. Das Hotel ist ein 4-Sterne Superior Hotel. Der liegt bei Salzburg in Österreich. Das Hotel ist das perfekte Mischung zwischen Natur, Bewegung und Entspannung. Der schöne See, der liegt in der Mitte, ermöglicht viele Aktivitäten. Im Sommer kann man da schwimmen, rutschen, klettern. Es gibt ein sehr schöner Cocktailbar und Restaurant direkt am See, wo man da essen und trinken kann. Und im Winter kann man auch Skifahren und Skikurse für kleine Kinder. Auch viele Tiere, man kann reiten und vor allem sehr aktiv in dem Hotel sein mit Tennisplatz, Fußball, Volleyball, eine Außenpool und diese letzte Etage, die jetzt vor kurzem renoviert wurde, wo jetzt ein sehr schöner Wellnessbereich drinnen gibt für nur Erwachsene mit einem sehr schönen Saunabereich. Die sind sehr modern und schön eingerichtet. Man merkt das von dem Gebäude, das Hotel extrem alt ist. Von dem Jahr 1568 das Hotel existiert. Und diese Kombination macht das sehr, sehr besonders. Das gibt eine sehr gute Note für dieses Hotel insgesamt. Von 9,5, bei TripAdvisor ein 5, bei Booking ein 9,2. Und jetzt zu der letzte Hotel, angeblich der beste Kinderhotel, der Dachsteinkönig Familux Resort in Österreich, Gossau. Wir waren in dem Hotel vor 1,5 Jahren. Wir waren zusammen mit meinem Schwiegervater und meinen Zwillingen. Man sieht hier in die Eingang, man hat Kaffee rund um die Uhr und Getränke zur Verfügung. Und dieser Entspannungsbereich, eine beliebte Ecke für die Kinder mit Eis. Und hier entlang, es gibt einen Bereich zum Spielen, Indoor, mit Fußball. Und dann das ganze Innen-Kinderbereich mit Bowling. Hier meine zwei Kleine wollten im Auto sitzen den ganzen Tag. Hier man sieht die Kinderbetreuung. Sehr, sehr groß, muss man schon sagen. Und ideal für Kinder, es ist wie eine Kita, ein traumhaft Fitness mit Außenblick und dieser spektakuläre Außenbereich für die Kinder mit vielen, vielen Spielplätzen, wo man auch Kontakt mit dem Tier haben kann. Es gibt einen kleinen Innenpool für die kleinsten Kinder und dann es gibt ein größeres Schwimmbad, eine große Rutsche, ein Wellness für Erwachsene von 10 bis 8 Uhr offen. Und die Zimmer sehr schön. Wir hatten tatsächlich die kleinste Zimmer und es war komplett fein. Es gab so eine Sofaecke, die Bad war perfekt und der Kinderraum war genug mit 2 Betten.
und die Blick, die wir hatten in die Terrasse, war spektakulär. Also von dem Dachsteinkönig, wir waren eigentlich nicht enttäuscht, hat uns richtig gefallen. Meiner Meinung nach, für eine Preiskategorie, finde man könnte zum Abendessen nicht Buffet haben. Und der Schwimmbadbereich fand ich zu klein für die Menge von den Leuten, die da gab. Ansonsten fantastisch, wie man sieht in die Bewertungen, ein 5 bei TripAdvisor, ein 4,9 bei Google, beim Holiday Check eine extrem gute Note, das gibt eine Gesamtbewertung bei 9,6. Also bis hier unser Video heute. Ihr habt die Links zu den Hotels in der Beschreibung. Vielleicht wart ihr noch in bessere Hotels, die wir nicht kennen, oder ihr habt eine andere Meinung bezüglich meiner Kommentare von den Hotels. Gerne alles in die Kommentare schreiben, wir sind offen für eure Meinung und hoffentlich, wir sehen uns in dem nächsten Video.